Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, ihr habt es sicher schon gemerkt, hier steht eine britische Oberbayerin vor euch. Bei den bayerischen Parteitagen trete ich gerne mal im Dirndl an. Ich mache das nicht, um mich als Bayerin zu verkleiden, sondern aus Respekt vor den Sitten und Gebräuchen in meinem zweiten Heimat. Beim diesjährigen politischen Aschermittwoch in einer Wirtschaft bei Passau war ich in Dirndl unterwegs zwischen den Tischen und wollte auch die Mitglieder besser kennenlernen, die ich bisher nicht so gut kannte. Prompt bekam ich binnen kürzester Zeit 3 Getränkebestellungen. Und das waren 2 Weißbier und ein Kamillentee. Sowas trinkt die ÖDP. Falls die Besteller heute anwesend sind, bitte spricht mich nachher an. Heute geht die Runde auf mich. Du warst es nicht, Helmut. Ja. Zugleich zeigt es mir wieder mal ganz klar, wo wir noch Arbeit für uns haben. Wir müssen alle einfach mal bekannter werden, mit und ohne Dirndl. Wir arbeiten daran. Eure Bundesvorsitzende ist also eine britische Oberbayerin. Mein Sprachstil und meine Art zu denken und zu agieren sind zugegebenermaßen unkonventionell. Ich bin nach Deutschland gekommen mit einer 20-jährigen Kindheit und Jugendzeit in Großbritannien im Gepäck. Mit anderen Gewohnheiten, mit anderen Ängsten und mit einem ganz anderen Humor. Manches stellt sich für mich ganz anders dar als für Eingeborene. In Deutschland gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz überraschende Straßenregelung. Es heißt rechts vor links, was ich nach wie vor für total gefährlich halte. Aber nach 20 Jahren in Deutschland, mindestens 20 Jahren, fühle ich mich hier längst zu Hause. Und ich sehe vieles, was wir bewahren und so manches, was wir positiv verändern müssen. Diese faszinierende Vermengung von Kulturen, diese Offenheit für Neues, dieser Respekt vor Traditionen, das ist Europa. Ein weltweit einzigartiges, spektakuläres und mutiges Friedensprojekt seit über 70 Jahren. Und gerade, gerade heute ist Frieden so wichtig wie lange nicht mehr. Europa vereint mehr als 100 Sprachen und hunderte Millionen Menschen in friedlicher Koexistenz. EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Freiheit, überall in der EU zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Alle haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir schützen Pressefreiheit als hohes Gut. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt geschaffen, der weltweit einzigartig ist. Diese Freiheiten sind global betrachtet nicht selbstverständlich, sondern eine Ausnahme. Im Wissen um diese Privilegien, für die wir als parteipolitisch aktive Menschen eintreten, sage ich stolz, ich bin friedliche Europäerin mit Leib und Seele. Heute kommen wir, ÖDP-Delegierte und Gäste, aus allen Himmelsrichtungen. Manche sind, ich weiß, aus dem Norden. Wer ist aus dem Norden dabei heute? Ja. Wer ist aus dem Süden?
Oh, ganz viele. Welche Überraschung. Wer aus dem Osten? Ein paar weniger, aber immerhin. Und aus dem Westen? Sehr schön. Von überall kommen wir heute zusammen. Aber ganz Deutschland, Nord, Ost, Südwest, alles ist lediglich ein Fleck in Europa. Und Europa ist ein kleiner Fleck auf der Oberfläche der Erde. Aus dem All gesehen sind wir alle winzig klein und sogar die Kontinente nur Kleckse auf einem blauen Planeten. Ich kann etwas als einzelner Mensch sagen. Die Worte klingen kurz durch diese Halle und verschwinden dann. Ich kann sagen, ich bin für Naturschutz. Das geht wie der Schlag eines Schmetterlingsflügels verloren. Vielleicht, wenn wir zu zweit wären, gibt es irgendjemand, der mit mir sprechen will? Aufstehen, bitte. Zusammen. Ich bin für Naturschutz. Wir sind für Naturschutz. Wir sind für Naturschutz. Hurra! Vielleicht gibt es noch welche. Kriegen wir 10 Leute. Alle aufstehen. Oder mehr. Wunderbar. 1, 2, 3. Wir sind für Naturschutz. Seht, das ist eine ganz andere Sache. Herzlichen Dank. Das Ich ist für viele Menschen enorm wichtig. Wenn ich an der Fußgängerampel warte, sehe ich Auto nach Auto, in dem nur eine einzige Person sitzt. Viele äußern sich so: Ich lasse mir das Autofahren nicht verbieten. Ich mache, was ich möchte. Ich habe das Recht, 3-mal im Jahr in Urlaub zu fliegen und jeden Tag Fleisch zu essen. Das gönne ich mir. Diese ganzen ich-bezogenen Aktionen und Aussagen kennen wir alle. Und die haben sehr wohl Auswirkungen auf die breitere Gesellschaft. Das individuelle Autofahren und das Vielfliegen befeuern die Klimakrise. Auch das Essen von Fleisch in Unmengen. Was für viele Teil des normalen Lebensstils ist, bedeutet für uns alle die Selbstabschaffung durch ungebremsten Konsum. Dabei wissen wir, weniger wäre mehr. Wer handelt, hat Relevanz. Jeder Einkaufskorb entscheidet. Zu oft regieren ich-bezogene Diktatoren, Demagogen oder Superreiche, die ihre eigenen persönlichen Interessen bequem erkaufen können, etwa durch Spenden an korrupte Parteien, die kein Gefühl mehr dafür haben, wo hier Grenzen zu ziehen sind. Wo ziehen wir Menschen Grenzen? Wo stellen wir unser Ich vor das Wir und das Gemeinwohl? Lassen wir uns vom Strom treiben oder schwimmen wir gegen ihn? Meist ist es einfacher, das Gleiche zu tun wie alle anderen. Wer sich gegen den Strom stemmt, gilt schnell als Spinne. Sind Atomkraftgegner? Verfechter dezentrale umweltfreundliche Energieversorgung in Bürgerhand? Glyphosatwarner, Bienenretter, sind sie wirklich Spinner? Nein, ganz im Gegenteil. Beim Klimaschutz haben die meisten noch immer nicht verstanden, in was für eine missliche Lage wir jetzt sind. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, die ÖDP schwimmt gegen den Strom. Wir sind wachstumskritisch. Wir sind frei von Konzernspenden. Wir leben unsere Werte. Darauf dürfen wir alle stolz sein. Die ÖDP liebt diese politischen Botschaften seit ihrer Gründung. Bei anderen Parteien ist das anders.
Die CDU und die CSU ändern ihre Haltung zu politischen Themen öfter, als manche Leute ihre Unterhemden wechseln. Die FDP versteht sich als Anwalt der Reichen, die keinen oder wenig Steuern zahlen. Die SPD sucht nach 150 Jahren ihres Bestehens noch den Sinn im Wort Gerechtigkeit. Und die Grünen haben vor Parteispenden ihre Wurzeln vergessen und haben inzwischen auch ihre Greichen der Spätzlewirtschaft im Keller. Sorry. Das ist britischer Humor. Wir bei der ÖDP ticken anders. Wir sind viel. Unsere Konsequenz überzeugt immer mehr. Mit unseren 7.500 Mitgliedern haben wir um die 500 kommunale Mandate inne und zeigen auch durch unser Mandat in Europa, was echte ökologisch-demokratische, gemeinwohlorientierte Politik ist. Lasst uns selbstbewusst sein. Viele werden sehr leise, wenn es um die ÖDP geht. Die überlegen, ob wir mehr der einen oder der anderen Partei ähnlich sind, ob man, wie man sich abgrenzen soll und wo. Aber sagen wir es doch laut, wir sind die ÖDP. Oh, oder auch so, ja, gerne. Nochmal, wir sind die ÖDP. Die Menschheit rast auf die ökologische Katastrophe zu. Lasst uns gemeinsam mit aller Kraft die Notbremse ziehen. Nehmen wir die Themen, die uns verbinden. Lassen wir die Themen, die uns spalten und die unsere Zeit in endlosen Diskussionen binden, an den Gleisen liegen. Diese Zeit setzen wir sinnvoll bei unserer aktiven politischen Arbeit ein. Nehmen wir uns mutig die Themen an, die für einen großen Teil der Bevölkerung wichtig sind. Kleine Auswahl, Wohnungsnot, explodierende Miet- und Kaufpreise, Pflegenotstand, Bildungsmisere, die Energiekrise, Demokratiedefizite, Fachkräftemangel, vor allem im Handwerk, in den Pflegeberufen. Das Gesundheitssystem, Bürokratie, Overkill. Für alle diese Aufgaben bieten wir durchdachte Lösungen. Diese stehen fest in unserem Programm. Und dieses Programm ist so gut, dass wir im Wahl-O-Mat stets herausstechen. Ein zweistelliges Bundesprogramm. Ein zweistelliges Ergebnis wäre für uns möglich, wenn jeder Wählende so wählen würde, wie es seinen Überzeugungen entspricht. Das wäre möglich. Wir haben also noch zu tun. Unser EU-Wahl-Hauptthema ist Naturschutz und ganz besonders der Artenschutz. Das ist unsere Kernkompetenz. Alle anderen hinken noch weit hinter uns. Sogar der Möchtegern-Kanzler in Bayern hat angefangen, Bäume zu umarmen. Kennt jemand eine andere Partei, die gegen die CSU so viele Gesetze in Bayern durchgebracht hat wie die ÖDP? Wir sind die erfolgreichste Oppositionspartei in Bayern. Beim erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen haben wir mit einer guten Kampagne Millionen Menschen bewegt. Das war kein Zufall, sondern das Ergebnis von harter und zielorientierter Teamarbeit. Dieser Einsatz müssen wir und können wir wiederbringen im anstehenden EU-Wahlkampf. Gemeinsam schaffen wir das. Mit unserem Hauptthema Artenschutz, Naturschutz sagen wir, Leute, für uns hat der Artenschutz, Naturschutz Priorität. Und hier haben wir bereits gezeigt, dass wir uns bestens auskennen und dass wir erfolgreich sein können. Und dieses Thema kocht ununterbrochen hoch.
die Umweltschutzverbände verzweifeln, denn Artenschutz wird bei den regierenden Parteien komplett ignoriert. Der bayerische Baumumarmer redet zwar immer wieder über Artenschutz, aber falls jedoch CSU-Mitglieder mal irgendwann aufwachen und sich fragen, wo die Bienen sind, werden sie merken, dass den Worten ihres Vorumarmers nur wenige Taten gefolgt sind. Die ÖDP macht Nägel mit Köpfen. Wir setzen den Artenschutz mutig an der ersten Stelle unserer Agenda. Wir sind die echten Ökos. Der entscheidende Punkt ist, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Da klaffen ganz tiefe Schluchten zwischen dem, was etablierte Parteien in Sachen Umwelt, Natur und Artenschutz reden, und dem, was sie dann wirklich tun. Wo sehen wir das aktuell? Lange muss man nicht überlegen. Kohleausstieg. Ein Drittel des deutschen Stroms würde im Jahr 2022 aus Steinkohle erzeugt. Und ratet ihr mal, welches Bundesland besonders viel Kohle an Atomstrom erzeugt hat? Richtig, es ist Baden-Württemberg. Seit 2011 geführt von einem grünen Ministerpräsidenten. Schon im Jahr 2021, also vor dem offen ausgebrochenen Ukraine-Krieg, nahm der Anteil an der Steinkohleverstromung zu, um sage und schreibe 69%. Von Lützerath, diesem Schandfleck versäumter Klimawende, ein so typisches Beispiel für schwarz-grüne Realpolitik, will ich gar nicht sprechen. Ende der Kernenergie. Die CSU fordert ein Weiter-so unter Länderverantwortung. Richtige Länderverantwortungslosigkeit. Losigkeit. Denn es gibt weiterhin keine Lösung für eine sichere Lagerung der jahrtausendlang strahlenden Atomabfälle. Mal ganz abgesehen von den Kosten. Verkehrswende. Aktuell ist von einer Verlagerung von der Straße wenig zu sehen. Unter einem FDP-Geisterfahrerminister hält die Bundesregierung nicht einmal die eigenen gesetzlichen Vorgaben ein. Artenschutz. 1 Million Arten sind akut gefährdet, sie drohen auszusterben. Und was macht die konservative EVP, der unter anderem CSU und CSU angehören? Sie kämpft gegen die Reduzierung der Pestizide. Ganz toll. Ja, wir wollen wieder ins EU-Parlament. Noch mehr, wir wollen mit mehrfacher Besetzung ins EU-Parlament, damit die Politik der ÖDP noch stärker auf EU-Ebene wirklich etwas wirken kann. Die Chance, das zu schaffen, besteht. Aber sie besteht nur, wenn wir geeint, gemeinsam und fokussiert auftreten. Das Erscheinungsbild, der Klang, die Sympathie, das muss stimmig sein, wie ein gut einstudierter synchroner Tanz. Als Bundesvorsitzende der ÖDP rufe ich uns alle, die ÖDP, daher zum Zusammenhalt auf, zum gegenseitigen Vertrauen. Das ist das Stichwort dieses Bundesparteitages, zum Vertrauen, zum Zusammenhalt auf, um das große Ziel zu erreichen, mindestens 2 Sitze im Europaparlament zu gewinnen. Im EU-Parlament gibt es weitere um die 700 Sitze. Die 2 Sitze, die für uns zu kostbar wären, sind zwar kleine Tropfen, aber auch Städte tropfen auf die Mühlen von Europa, und Städte tropfen hüllt den Stein. Ich möchte gerne kurz auf das Schlusszitat von Markus Hütte eingehen und das wunderschöne Bild
euch nochmal vor Augen führen, das Bild von einer Zukunft, die wir wollen. Wir haben es in der Hand, dieses Bild wirklich scharf, fokussiert und unverkennbar zu zeigen, zu wiedergeben. Wir haben es in der Hand. Lasst uns gemeinsam zu einer Welt beitragen, wo im Sinne des Gemeinwohls agiert wird, wo Taten auf Worte folgen und wo das Miteinander Priorität vor dem Ich hat. Genauso steht es in unserem Grundsatzprogramm. Ich zitiere: Zum Welt- und Menschenbild der ÖDP gehört die Erkenntnis, dass der Mensch eingebunden ist in die Gesamtzusammenhänge des Lebens auf dieser Erde und so dazu beitragen muss, seiner persönlichen Verantwortung gerecht zu werden. Wir sind alle die ÖDP. Tragen wir diese feste Überzeugung in unserem politischen Handeln, in unserem Alltag. Treten wir mit einer Stimme an, als ökologisch-demokratisch Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, und laden wir alle zum Mitmachen ein. Wir sind von unseren Ideen überzeugt und wir haben allen Grund dazu. Wer überzeugt ist, überzeugt auch andere. Macht ihr mit, wollen wir nochmal gemeinsam das sagen, was wir vorher gesagt haben, dass wir alle für die Naturschutz sind. Wer mitmachen möchte, gerne aufstehen. Eins, zwei, drei. Wir sind für die Naturschutz. Herzlichen Dank.